Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Kurpark von Friedrichroder. Ich möchte mit euch heute eine kleine Wanderung machen durch den Thüringer Wald. Hauptsächlich ist eigentlich meine Intention, dass ich ein paar Blaubeeren pflücken möchte. Mal gucken, ob ich was finde. Die wachsen ja hier in den Fichtenwäldern eigentlich ziemlich gut. Das Wetter spielt nicht ganz so doll mit, es nieselt ein bisschen. Das heißt, ich werde mal gucken, was ich filmen kann, aber so richtig schlecht soll es auch nicht werden. Ja, schauen wir mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und schauen wir mal, was es alles zu entdecken gibt. Und dann bis später. Da steht drauf Friedrichroder, Ernstroder und Finsterbergen. Die drei Gemeinden hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch mit der GoPro funktioniert, wenn man auf diesen Fotopunkt geht. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Aber im Handy klappt es tatsächlich besser. Prophylaxe dreimal täglich 250 ml. Bei Stoffwechselerkrankungen und Störungen im Oberbauch dreimal täglich 400 ml. Bei urologischen Indikationen über den Tag verteilt mindestens 1,5 Liter. Boah. Jawohl, ich habe jetzt nicht probiert, wie es schmeckt, aber bei so vielen Mineralstoffen, die da drin sind, da schmeckt das bestimmt irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, und jetzt geht's weiter Richtung Wanderweg. Heidelbeeren habe ich zwar noch nicht gefunden, aber dafür gibt es ja noch ein paar Himbeeren. Nur sind die leider so weit weg, dass ich da mit dem Arm nicht rankomme. Mal gucken, was hier vorne noch so ist. Ja, so ein paar gibt es hier noch. Mal gucken. So, Himbeeren. Lecker. Waldhimbeeren. Wir sind klein. Aber sie schmecken. Ja, das ist dann nochmal typisch für mich. Gell? Ich bleibe dann in jedem Himbeerbusch stehen. Und da schaue dann so vor mich hin. Wenn es dann Walderdbeeren gibt, ist das genau das Gleiche. Da nasche ich dann auch so vor mich hin. Und komme irgendwie gar nicht vorwärts. So, und hier sind schon Brombeeren. Aber die sind eben auch noch nicht heiß. Aber viele sind dran, zwar kleine, aber die brauchen noch ein bisschen. Da ist schon mal eine. Mal gucken. Hier. Kann die schon gehen? Naja, ein bisschen sauer sind sie noch. Ja, so ein bisschen Borkenkäfer ist hier auch. Oh, die sind ja auch schon fleißig am Holz machen da unten, man hört es. Man sieht sie nur nicht. Wir waren gerade zwei, die sind den Berg rückwärts runtergelaufen. Das ist natürlich auch sehr lustig. Wenn es vorwärts zu langweilig wird, läuft man halt rückwärts runter. Da sind die Forstarbeiter unterwegs. Unten war auch ein ganz großes Schild, dass man nicht langlaufen darf. Also das war wirklich nicht zu übersehen. Aber wie ich halt so bin, sage ich, guck erst mal. Und dann kam mir auch ein Fahrzeug vom Forst entgegen und der hat mich auch durchgewunken. Aber es kann ja durchaus sein, wenn die hier noch Bäume fällen, dann ist das nicht ganz ungefährlich. Es nieselt die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hin. Man kann das ja auch schön sehen, die Wolken hängen sehr tief. Dadurch hat man natürlich auch mal wieder Ausblicke, die man vorher nicht hatte.
Hat eben alles Vor- und Nachteile. Da hinten sind noch ein paar kahle Flächen. Es sind im Thüringer Wald zum Glück immer nur kleine Flächen, die betroffen sind. Also kein Vergleich zum Harz. Aber es ist trotzdem traurig, wenn der Wald hier so weggerodet werden muss. Warum ziehen sie die Stämme raus? Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt gleich direkt dran vorbei muss. Ja, ich habe ja Zeit, ich kann ja auch mal einen Moment warten. So, da jetzt hier gerade so eine Hütte stand und ich dachte, ach, mal so eine kleine Pause wäre jetzt nicht verkehrt. Das war goldrichtig die Entscheidung, weil jetzt fängt es an zu regnen. Ja, es wird sich den ganzen Tag so mehr oder weniger einpieseln. Ich habe jetzt die Regenjacke angezogen. Ich denke mal, ich werde die Regenhose auch noch anziehen, weil das ist sonst einfach zu blöd, wenn die Wanderhose jetzt nass wird. Schuhe, das stört mich weniger. Und die Kamera, die habe ich, das zeige ich euch mal, wie ich das mache. Und zwar habe ich hier in meinem Wanderstock so eine Zipptüte. Und dann halte ich die einfach mit dem Wanderstock fest und die Zipptüte drüber. Und habe dann immer so ein kleines Brillenputztuch hier mit, wo ich dann die Wassertropfen sauber machen kann. Und das habe ich auch generell, wenn ich die Kamera irgendwo hinpacke, habe ich dieses Brillenputztüchlein hier. Und dann putze ich hier erstmal schön über die Linse, dass da nichts drauf ist, keine Fettflecken. Und auch, dass die Linse nicht zerkratzt, habe ich immer dieses Tuch. Das werfe ich dann so einmal drüber. Weg war da. Und ja. Also eine andere Lösung habe ich da im Moment irgendwie auch noch nicht gefunden, um die Kamera so festzustecken, dass das halbwegs funktioniert. Wenn das jetzt trockenes Wetter wäre, wäre das ganz einfach. Und zwar kann ich die hier reinstecken, beim Rucksack. Das ist ideal, mit der Linse nach vorne. Aber es ist, wie gesagt, kein trockenes Wetter. Und deswegen kriegt die so eine Tüte auf. Ich habe ja dieses Mikro-Case, Mikro-Pod heißt das, glaube ich, vorne drauf, also noch drüber. Dadurch ist sie jetzt nicht mehr so 100% wasserdicht, wie die, glaube ich, sonst ist. Man kann die, glaube ich, sonst mit ins Wasser nehmen. Und obwohl, ich weiß nicht, ob Regen dem was ausmacht. Vielleicht könnt ihr mir da ja mal weiterhelfen, ob da jetzt Regen dieser Kamera was ausmacht oder nicht. Ich weiß, diese Mikrofone, die ihr immer hier so vorne dran habt, die sind, glaube ich, nicht wasserdicht. Aber das, was ich hier dran habe, das sollte doch eigentlich funktionieren. Ja, naja, egal. So. Ich werde jetzt mal weiter dödeln. Egal, mich stört das auch nicht, bei so ein bisschen Regen zu wandern. Ich finde das eigentlich gar nicht verkehrt. Solange es nicht aus vollen Eimern druscht, ist das völlig in Ordnung. Hat so was Mystisches. Ich mag das. Und bei schönem Wetter kann sowieso jeder wandern, gell? Ne? Mann, es ist ein Mistwetter. Es regnet jetzt wirklich ganz schön vor sich hin. Ich bin jetzt am Hotel und Berggasthof Tanzbuche. Ich habe mich jetzt hier mal untergestellt, weil mir das ist echt zu nass. Das ist das Hotel. Und hier unten ist das Restaurant drin. Aber ich will halt auch nicht einkehren. Ich habe ja noch was zu essen mit. Also hier, wo ich mich jetzt untergestellt habe, da gibt es halt keine Sitzmöglichkeiten. Ich glaube, ich werde mich jetzt da drüben hinsetzen. Das ist nicht verkehrt. Das ist hier kurz vorm Rennsteig. Das ist jetzt nicht mehr weit. Und vorne geht es zum Rennsteig. Schöne Weihnachtsbäume. So ein Bäumchen für den Weihnachtsmarkt. Der rechte, der sieht ganz gut aus. Ich werde jetzt mal eine Pause machen. Und dann. Mal gucken, ich muss erst mal gucken, wo ich jetzt weiterlaufe. Bei dem Wetter hat das jetzt auch nicht so wirklich, ja, macht nicht wirklich Spaß. Wenn ihr im Thüringer Wald Schnee liegt, wird hier natürlich auch einiges für die Langläufer gemacht. Dann gibt es jede Menge Loipen. Aber dazu muss natürlich auch erstmal Schnee liegen. Das ist auch hier im Thüringer Wald immer weniger. Leider, leider, leider. Für mich geht es jetzt wieder zurück Richtung Friedrich-Roda, aber natürlich nicht auf dem gleichen Weg.
sondern ich werde jetzt ein bisschen einen anderen Weg laufen. Wäre ja sonst langweilig. Und von Friedrichroda habe ich dann wieder ganz gute Anbindung mit dem Zug nach Erfurt. Da fährt, glaube ich, jede Stunde was. Also von daher passt das schon. Kein Mensch unterwegs. Logischerweise. Doch, stimmt gar nicht. Zwei Leute habe ich gesehen vorhin, die rückwärts gelaufen sind. Und eine Familie mit Kind kam mir vorhin entgegen, aber die sahen nicht so aus, ob die eine größere Wanderung machen wollten. Die sind bestimmt mal ein bisschen spazieren gegangen. Das Wetter kann man sich halt nicht aussuchen. Jetzt geht es gerade wieder ein bisschen, jetzt hat es ein bisschen aufgehört, aber laut dem Wetterradar sieht es nicht gut aus. Also da kommt gleich noch einiges. Schauen wir mal. Meine Füße sind mittlerweile fast schön nass. Ich habe jetzt auch keine wirklichen wasserfesten Wanderschuhe. Ich zeige es euch mal. Das sind so absolute Sommerwanderschuhe für trockenes Wetter. Aber natürlich nicht für dieses nasse Wetter. Hätte ich die anderen angezogen, hätte ich jetzt noch trockene Füße. Naja. Während des Wanderns stört mich das eigentlich auch nicht so. Und bis nach Hause kriege ich das dann schon irgendwie hin. Hab jetzt auch nichts zum Wechseln mit oder so. Wie grün das alles ist. Wahnsinn. So schön. Dieses Moos überall, aber ich mag das ja, was da so auf den Baumstümpfen wächst. Einfach nur schön. Heidelbeeren habe ich jetzt keine mehr gefunden. Es gab zwar ein paar Eckchen, wo ein paar Heidelbeerpflänzchen waren, aber an einem waren sogar zwei Stück dran. Die habe ich natürlich gleich genascht, aber es ich denke auch, die Zeit ist vorbei, also brauche ich mir jetzt auch keine Illusionen zu machen. Die sind durch. Jetzt sind die Himbeeren. Und dann im August kommen dann die Brombeeren. Was ist das hier? Ein Grab gemacht. Stimmt eine wichtige Person hier aus der Region. Ah ja, Wandersmann Augustinus zum 150. Geburtstag. Augustinus, das ist mir schon öfters begegnet, der Name. Muss ich jetzt direkt nochmal googeln, wer das war. Aber da gibt es etliches mit dem Namen Trinius. Und der scheint hier im Thüringer Wald doch einige Bedeutung gehabt zu haben. So, hier ist ein Wegweiser. Da gucke ich gleich mal, wo ich jetzt weiter muss. Aber ich glaube, ich muss da runter. Denn ich bin jetzt auf dem Berg und Friedrichroda liegt weiter unten. So, Tanzbucher. Ne, da will ich jetzt nicht hin. Da komme ich hier. Genau, Tabatzer Vulkansteig, okay. Ja, aber den will ich jetzt auch nicht direkt. Ich denke mal, da gibt es dann nochmal einen anderen Abzweig. Ja gut, dann laufen wir jetzt erstmal ein Stückchen da lang. Auf dem Hinweisschild stand ja vorhin gerade Tabatzer Vulkansteig. Das heißt, dieses ganze, ich sehe aus in meiner Kapuze, dieses ganze Gestein hier ist Vulkangestein. Das ist ein ganz altes Vulkangebiet. Der Inselsberg zum Beispiel ist ein alter Vulkankegel und da gibt es also ganz skurrile Felsformationen. Da wird teilweise geklettert und so. Auch schön, ne? Diese roten Beeren hier. Sieht schon schön aus. Zum Glück nieselt es jetzt auch nur ganz leicht. Ja, toll sieht es aus. Sehr schön, sehr cool. Also das hat auch was hier. Jetzt fängt es auch wieder heftig an zu regnen. So, also mal gucken, wie weit hier sind. So, teilweise 4 Kilometer. So, das ist der fünfarmige Wegweiser. Laufer Grund, ungeheurer Grund, Gickelhahnsprung, Rennsteig und Tabaks. Und wir befinden uns auf 646 Meter über Normal.
regnet und regnet und regnet. Oh Mann.